Ich bin CineSam und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige dir heute, wie du in Vegas einen Filmlook erzeugen kannst. Ja, vorab möchte ich nur kurz sagen, es gibt nichts, was man als den Filmlook bezeichnen kann, da es einfach viele Filme gibt, die alle einen anderen Look haben, und ich möchte nur sagen, finde deinen Look für deinen Film, denn dann wird das Beste aus deinem Film. Ja, wir fangen jetzt einmal an. Wir sind in Vegas und ich habe hier so einen kleinen Clip, den habe ich im Hochwildpark Rheinland aufgenommen. Den habe ich mit 60 FPS aufgenommen und den Shutter auch richtig eingestellt. Das heißt auf 120. Und darum kann ich jetzt, das war falsch, nur den Ton muten und das Ganze auf 50% ziehen. Denn somit habe ich es um 50% verlängert, und da ich mit 60 FPS aufgenommen habe, ist das jetzt sozusagen in 30 FPS verkürzt worden. Das Ganze sieht dann nämlich so aus. Mit Ton wird es sich so anhören. Das war nicht ich. Also, das ist der ganze Clip. Sieht schon mal sehr schön aus wegen dem Bouquet. Und ihr wollt einen Filmlook damit erzeugen? Nichts leichter als das. Ihr geht ins Event FX und sucht euch die raus. Das sieht bei euch jetzt wahrscheinlich nicht so aus. Ihr habt die wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, hier drin. Ich habe mir die jetzt jedenfalls in so einen Ordner gestellt. Das sind Weißabgleich, Stabilisieren, Helligkeit und Kontrast, Farbkurven, Farbkurven Sekundär und Farbkorrektur. So, die werden jetzt alle hinzugefügt. Und nicht überschlagen sein, das ist ganz simpel, sieht nicht schwer aus. Also ihr habt jetzt hier euer Bild und ihr seht, hier kommt ein bisschen Grün raus. Und wir möchten lieber ein blaues Bild als ein grünes haben, weil das, wenn es grün wäre, wird das halt eher so aussehen, und wenn es blau eher so. Und wenn man mehr ins Blau geht, sieht das Ganze schön aus. Ihr könnt natürlich auch übelst übertreiben. Ihr könnt hier irgend so ein Rage-Video machen, aber es sieht cool aus, wenn man so einen Farbwechsel drin hat. Aber ich finde das jetzt nicht so unturned und deswegen belasse ich das so. Also was ihr auch machen könnt, wenn ihr den Weißabgleich falsch eingestellt habt, darum habe ich das hier drin, könnt ihr einfach irgendwas, das Weißes hinten antippen, aber da das jetzt blau war, hat sich das komplett verändert, aber das dann am besten, bevor ihr die Effekte draufpackt. Jetzt gehen wir in die sekundäre Farbkorrektur und ihr könnt jetzt zum Beispiel Sättigung hochziehen oder runter, aber ich sag euch, lasst es ungefähr so, wie es ist, denn Sättigung ist schon hoch genug. Gamma könnt ihr dann runterziehen. Gain ziehe ich meistens etwas höher. Aber nicht so, dass irgendwas ausgebrannt wird, sondern eher so. So, in der Farbkurvenabteilung könnt ihr ein bisschen Kontrast erhöhen, indem ihr eine leichte S-Kurve zieht. Und hier könnt ihr nochmal RGB, also alle, und Rot, Grün, Blau nochmal einzeln. Dann nehme ich meistens Rot und ziehe das ein bisschen raus, da ich das ganz schön finde. In Helligkeit und Kontrast könnt ihr noch den Kontrast verstärken, aber das braucht man nicht und das ist eher Zeitverschwendung. Ja, und nochmal, weniger ist mehr, und macht so, dass es an euren Clip anpasst und übernimmt nicht einfach die Einstellung, die ich hier vornehme, denn das ist wirklich immer auf den Clip ausgerichtet, wie man das macht. Hier könnt ihr auch nochmal gucken, was euch besser gefällt. Ich finde es dunkler ein bisschen besser. Und den Stabilisieren, da das jetzt reingezoomt war, habe ich einfach mal auf starke Stabilisierung gedrückt. Das Ganze sieht jetzt schon mal so aus. Es sieht sehr cinematisch aus, aber irgendwas fehlt doch, oder? Schaut mal runter in die Beschreibung. Da habe ich euch nämlich diese wunderschöne Bilddatei verlinkt. Und das sind einfach Kinobalken oder auch CinemaScope genannt, und die sind ziemlich dick, ne? Das ist aber so, weil dünne kann man nicht dicker machen, dicke aber schon dünner. Darum habe ich einfach dickere genommen, falls jemand mal dicke will, aber ihr könnt dann ins Paranormal Cropping Fenster gehen und das Ganze dann dünner ziehen. Aber achtet darauf, dass ihr am Anfang der Spur seid, weil wenn ihr hier seid und das macht, oder hier, und das dann zum Beispiel wieder dicker zieht und denkt, das ist jetzt den ganzen Clip so, nee. Das ist jetzt animiert. Auch wenn das was haben kann, finde ich es nicht so schön und eher am Anfang eine kleine Animation einfügen als mittendrin irgendwo, weil das einfach nicht schön aussieht. Da habe ich mich kurz verklickt. Ich wollte das hier öffnen und am Anfang die dünner machen. Und
Wer sagt mir jetzt, dass das nicht wie eine cinematische Filmlookaufnahme aussieht? Genau, niemand. Wenn ihr das nachmachen wollt, ungefähr so funktioniert's. Denkt dran, nicht alles kopieren und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche Probleme bei was habt, da helfe ich euch gerne. Ciao.